Trainer nach langer Busfahrt im Trainingslager in Miesbach angekommen. Die erste Einheit ist bereits absolviert. Ja, wie war der Tag aus deiner Sicht? Ja gut, der war schon ein bisschen aufreibend, viel im Stau gestanden, fast 8 Stunden gebraucht heute. Ist natürlich nach dem Wochenende für die Jungs natürlich auch nicht so schön gewesen heute. Deswegen haben wir heute so ein Regeneration-Spaß-Training gemacht. Wo man dann auch wieder gesehen hat, was Spaß ist, dann laufen sie dann auch wieder. Und haben dann angefangen, schon in diesen Gruppenarbeit so ein bisschen mit Standards zu arbeiten, was sie erarbeiten sollten, was sie heute Abend dann nachher nochmal vortragen müssen in der Theorie. Die Anlage ist super, die Trainingsbedingungen sind super, Hotel ist gut, aber wie gesagt, die Anfahrt war ein bisschen beschwerlich. Insgesamt werden in den 5 Tagen 3 Spiele absolviert, das heißt also auf die Spiele, sagen wir mal, auf den Spielen liegt der klare Fokus im Trainingslager. Ja, das haben wir nachher nochmal beschlossen, dass wir gesagt haben, wir wollen Spielhärte reinkriegen, sodass die Spieler auch mal 90 Minuten spielen und nicht nur 45, dass sie sich daran auch schon mal wieder gewöhnen, dass sie länger konzentriert sind, dass sie länger sich an das System gewöhnen. Und da legen wir den Fokus drauf, aber beziehungsweise eben auch gerade jetzt in den anderen Einheiten im taktischen Bereich, was wir weiter arbeiten wollen mit dem Anlaufen, mit dem Pressing und beziehungsweise auch mit dem Aufbau.